Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen der Schopenhauer Gesellschaft und insbesondere der Ortsvereinigung Frankfurt und auch im Namen der Universitätsbibliothek. Das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung, die wir heute hier online haben. Und der Anlass ist der Geburtstag des Herrn, den Sie hier auf dem Bild schon sehen, nämlich Karl Gebhardt, der am 9.04.1881 vor 140 Jahren geboren wurde. Und dessen Wiederentdeckung wir unter anderem eben Gudrun Jäger verdanken, die heute einen Bericht geben wird. Es ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Veranstaltungen, die wir planen und die sich mit Karl Gebhardt beschäftigen, dem Schopenhauer-Archiv, den Sachen, die er gesammelt hat, seinen Schwerpunkten, dann aber auch mit der Wirkung Gebhardts in Frankfurt. Denn er war ein außerordentlich vielseitiger Mann, wie wir gleich erfahren werden. Das nächste, was ich jetzt aber schon ankündigen darf, ist eine Ausstellung zu seinem Leben und Werk in dem Schopenhauer Studio der Universitätsbibliothek. Die ist für den Juli geplant. Davon werden Sie noch erfahren. Andere Ausstellungen in Frankfurt beschäftigen sich dann auch mit den anderen Schwerpunkten seines Wirkens und sollen dann auch die Sammlungen der Universitätsbibliothek in gewisser Weise einbeziehen. Ich freue mich sehr, dass dann auch Hanna Hellmann, seine Schwägerin, gewürdigt werden wird, denn es geht ja immer auch um das Umfeld und um die Familie. Und die genannte Hanna Hellmann war eine Literaturwissenschaftlerin und Künstlerin, deren Werke zum Glück gerettet werden konnten und sich derzeit in Heidelberg befinden in der Prinzhorn-Sammlung. Also das ist eine schöne Sache, dass dann in der nahen Zukunft oder vielleicht in der weiteren Zukunft dann auch eine Ausstellung dieser Werke dort gezeigt wird. Jetzt aber zu Gudrun Jäger, der wir schon vieles verdanken. Sie hat den Geburtstag zum Anlass genommen, umfangreiche Recherchen zu starten. Sie hat promoviert in Hamburg am Fachbereich Philosophie und Sozialwissenschaften Frankfurt. in Frankfurt. Sie hat mitgearbeitet am Archiv Bibliographia Judaica. Viele werden sich noch an Frau Renate Heuer erinnern. Dort am Lexikon für deutsch-jüdische Autoren. Sie war tätig am Frankfurter Personenlexikon, hat dort einige Einträge dann auch gestaltet. Sie war 8 Jahre in Italien an den Universitäten Bologna und Pisa und sie ist vor allen Dingen auch als Übersetzerin tätig. Das zu nennen besonders das Werk von Dacia Maraini, der sie sich gewidmet hat. Der Vortrag wird 45 Minuten dauern. Sie hat eine Reihe von Bildern vorbereitet. Meine Bitte an die Teilnehmer wäre, sich vielleicht während des Vortrags dann nicht auf der Bildfläche zu zeigen, wenn Sie es nicht unbedingt wünschen. Denn diese Veranstaltung wird aufgenommen, aufgezeichnet und insofern wäre es vielleicht auch ratsam, sich dann erst zur Diskussion wieder mit Bild und Ton auch einzuschalten. Ansonsten empfehle ich, sowohl Bild wie Ton auszuschalten und jetzt freue ich mich sehr auf das, was Gudrun Jäger uns erzählen wird. Liebe Gudrun, du hast das Wort. Ja, schönen Dank, Thomas, für die kurze Einführung. Ich möchte auch gleich loslegen nach einer kurzen Vorbemerkung. Ich habe hier den Titel etwas umgestaltet zur Erinnerung nicht an den Kulturmanager, sondern an den Volksbildungsleiter. Das ist ein Zitat. Das Zitat stammt von der Sterbeurkunde von Karl Gebhardt und es war die Berufsbezeichnung, die ihm sein Sohn gegeben hat. Der hat seinen Vater dort als verstorben gemeldet mit der Bezeichnung Volksbildungsleiter, Doktor der Philosophie. Und das erschien mir eben einfach anschaulicher. Den mit 23 Jahren recht jung verstorbenen Karl Gebhardt ehrte die Schopenhauer Gesellschaft in ihrem Jahrbuch 1935 mit folgendem Nachruf. So, ich versuche jetzt gerade hier mein PowerPoint zu betätigen, aber es funktioniert nicht. Warum? Ich gehe noch mal raus.
kann doch nicht wahr sein. Also wie gesagt, mein PowerPoint geht nicht. Ich gehe auf Escape. Was kann ich jetzt noch tun? Ich gehe sie nochmal raus und dann wieder rein. Ja, ich versuche es gerade. Ah, jetzt bin ich draußen. Okay, genau. Gut. Jetzt müsste es von Anbeginn, müsste es jetzt funktionieren. Ja, da haben wir den Nachruf. Tut mir leid. Das geht leider nicht ohne. Also, das ist der Nachruf im Jahrbuch. Am 25. Juli 1934 starb in Frankfurt am Main nach langem Leiden unser Archivar Dr. Phil Karl Gebhardt im Alter von 53 Jahren. Mitglied unserer Gesellschaft seit ihrer Gründung, würde er nach dem Tod Paul Deusens Mitglied ihres Vorstandes und ihrer wissenschaftlichen Leitung. Er hat der Gesellschaft und der von ihr gepflegten Schopenhauer-Forschung unter Einsatz seiner bedeutenden wissenschaftlichen, künstlerischen und organisatorischen Gaben sehr große Dienste geleistet. Ihm vor allem verdanken wir die Einrichtung des Schopenhauer-Archivs in Frankfurt am Main und einen wesentlichen Teil seines kostbaren Besitzes. Dieses Archiv ist als Arbeitsstätte und als Sammelort der Erinnerungsstücke und Urkunden zu Schopenhauers Leben und Werk zugleich ein bedeutendes Denkmal für die hingebungsvolle Pietät seines Verwalters und Vermehrers. In Gebhardt vereinigten sich enge Verbundenheit mit Kultur und Geschichte seiner Vaterstadt und weitblickende Universalität, künstlerische Kultur und weltmännische Lebensklugheit. In den letzten Jahren ein schweres körperliches Leiden erduldend, krönte er sein Leben durch die Bewährung eines echten Amor Fati und beispielhafter philosophischer Gelassenheit. In steter Treue und Dankbarkeit werden wir sein Andenken in hohen Ehren halten, der Vorstand und die wissenschaftliche Leitung der Schopenhauer Gesellschaft. Es war Hans Zind, der von 1924 bis 1936 Vorsitzender der Schopenhauer Gesellschaft war, der diesen Nachruf verfasste und weiter hinten im Jahrbuch eine ausführliche biografische Würdigung des Verstorbenen folgen ließ. Zind berichtete dort zahlreiche Details von Gebhardts beruflicher und wissenschaftlicher Karriere, nennt ihn zu Recht einen sehr bewussten Staatsbürger und aufrechten Demokraten Alt-Frankfurter Prägung. Und er meint aber auch, dass wir von Elternhaus und Jugendjahren des Mannes, der niemals von sich erzählte, recht wenig wissen. In der Tat galt der Karl Gebhardt als ein sehr zurückhaltender und nobler Charakter, der also sich wenig in den Vordergrund spielte. Und zugleich will ich jetzt dazu beitragen, diese Wissenslücke hier ein bisschen zu füllen. Geboren ist Gebhardt in der Frankfurter Altstadt, ein echter Altstädter, in der Alten Gasse 69. Das ist da um die Ecke von der Konstablerwache, zwischen Konstablerwache und Bleichstraße, also für die Frankfurter. Damals eine eher kleinbürgerlich-mittelständische Gegend. Es dürfte eine behütete Kindheit gehabt haben, denn er ist das einzige Kind einer mit 36 Jahren nicht mehr ganz jungen Mutter und eines 56-jährigen Vaters. Beide Eltern waren aus dem Herzogtum Sachsen-Coburg-Gotha nach Frankfurt gekommen und sie waren evangelisch getauft. Das ist wichtig, weil manche halten Gebhardt auch für einen Juden. Obwohl er als Kind oft krank gewesen sein soll und ihn seine Herkunft und sein Vater war von Beruf Schuhmachermeister, kaum zu einer höheren Bildung prädestinierte, besuchte er 6 Jahre lang das renommierte städtische Gymnasium. Als Berufswunsch gab er beim Abitur Indologie und Philosophie an. Da möchte ich mich bei Herrn Kapellmann bedanken, dem ehrenamtlichen Archivar des Lessing-Gymnasiums. Dem verdanke ich diesen Jahresbericht, also diesen Informationen aus dem Jahresbericht. Der hört, glaube ich, zu. Gebhardt ging, wie etliche seiner Frankfurter Mitschüler, dann zum Studium nach Heidelberg. Dort wurde er im Frühjahr 1899 in der juristischen Fakultät immatrikuliert
und 1905 mit einer ideengeschichtlichen Arbeit über Spinoza promoviert. Sie sehen die hier. Titel ist Spinozas Abhandlung über die Verbesserung des Verstandes, eine entwicklungsgeschichtliche Untersuchung. Das ist nur der erste Teil. Der zweite, den hat er meines Wissens sogar im gleichen Jahr noch publiziert. Interessant ist, Betreuer war übrigens Kuno Fischer. Interessant ist für uns hier auf jeden Fall auch sein Lebenslauf. Er nennt, den, als Beruf des Vaters gibt er eben Privatier an. Ich weiß nicht, ob das eine kleine Camouflage ist. Und er nennt weiter unten dann seine wissenschaftlichen Lehrer und auf die möchte ich kurz eingehen. Interessant und zugleich ein beredtes Zeugnis ist also die außerordentliche Breite seiner Interessen. Die Aufzählung enthält die Neukantianer Kuno Fischer und dessen Schüler Wilhelm Windelband. Das waren bedeutende Philosophen der zweiten Hälfte oder um 1900. Und darunter sind aber auch für die Frankfurter der Kunsthistoriker Henry Tode. Er war von 1889 bis 1891 zwei Jahre lang Direktor des Städtischen Kunstinstituts in Frankfurt. Der Indologe Albrecht Weber, der in Berlin lebte, aber schon 1901 starb. Und ich nehme auch an, dass das dann der Grund war, dass Gebhardt wieder zurück nach Heidelberg nach einem Semester gegangen ist. Und darunter ist aber auch Salomon Lefmann. Lefmann wird den meisten nicht so geläufig sein, er war ein Jude und wahrscheinlich war er deshalb auch nur, sage ich mal in Anführungsstriche, außerordentlicher Professor für Sanskrit an der Universität Heidelberg. Also ich will kurz dazu sagen, dass es aus meiner Sicht so eine Art Statement von Gebhardt ist, dass er hier einen nur außerordentlichen Professor und dann einen dazu noch jüdischen Gelehrten in seinen Lebenslauf aufnimmt. Wir wissen ja, dass zu dieser Zeit jüdische Gelehrte eigentlich keinen Ruf an die deutschen Universitäten bekamen. Die waren ja meistens Landesuniversitäten konfessionell gebunden. Und deswegen ist es ja auch eine Auszeichnung für die Frankfurter Universität, die 1914 gegründet wurde, die einen so was wie einen religiösen, also als Bürgerstiftung gegründet wurde, so was wie einen religiösen Antidiskriminierungsparagraphen für Berufungen hatte und ausdrücklich Juden, also jüdische Gelehrte, für einen Lehrstuhl nicht ausschloss. Und ich denke, dass ein junger Wissenschaftler wie Gebhardt so etwas nicht zufällig in seinen Lebenslauf bei der Promotion schreibt. Mit Spinoza hatte Gebhardt sein Lebensthema gefunden, nicht nur als Wissenschaftler, sondern auch als Mensch. Er etablierte sich in der Folgezeit durch Neuübersetzungen und kritische Editionen der Werke Spinozas und seiner Zeitgenossen. Als international anerkannter Spinoza-Philologe und Interpret. Die Krönung dieser Tätigkeit stand in der Herausgabe der auf 7 Bände angelegten Opera, die sehen wir hier links im Bild, im Auftrag der Heidelberger Akademie der Wissenschaften, von denen 1925 die ersten 4 Bände erschienen. Es sollten 3 weitere Bände erschienen. Der 5. Band, den Gebhardt trotz mehrjähriger Krankheit noch fertigstellen konnte, sollte zunächst posthum herauskommen. Sie sehen das hier, der Band 5, das ist der zweite, der hat dasselbe Deckblatt wie die ersten 4 Bände, deswegen kann man das nicht erkennen, dass der mit 50-jähriger Verspätung herausgekommen ist. Doch fiel die Edition den politischen Umständen der Zeit zum Opfer. Also Spinoza im Dritten Reich war eben ein gefährliches Unterfangen. Erst hat die Heidelberger Akademie nicht mehr mitgemacht. Es wurden 2 Versuche in den 30er Jahren unternommen und dann hat der Verlag nicht mehr mitgemacht. Und so kam der Band dann 1987 heraus mit einer Verspätung also von mehr als 50 Jahren von dem Frankfurter Philosophen Norbert Altwicker besorgt. Die Editionsgeschichte dieses 5. von Gebhardt selbst fertiggestellten Bandes ist sicher sehr interessant
Und da muss man noch einiges, glaube ich, nachforschen. Denn Norbert Altwicker als Herausgeber gibt keinerlei Kommentar zu Gebhardt. Das finde ich bemerkenswert. Gut, in der Spinoza-Forschung gilt Gebhardt als einer der ersten, der aufzeigte, dass Spinoza ohne Berücksichtigung des maranischen Einflusses, also der Kultur der zwangsgetauften Juden auf der Iberischen Halbinsel, nicht zu verstehen sei. Spinozas Philosophie war für Gebhardt darüber hinaus auch eine Lebenslehre, ja, vielleicht würde ich sagen sogar so eine Art Religion. Im Nachruf auf Willem Meyer, seinen holländischen Wissenschaftlerkollegen, schreibt er Folgendes. Also ich könnte vielleicht noch sagen, das sind wirklich rein zufällig ausgewählte Werke. In der Mitte dieses kleine Reklamband von 1932, das ist vielleicht auch so seine Lebenszusammenfassung, so eine Art Biografie und Werkinterpretation Spinozas, die aus meiner Sicht auch für ein größeres Publikum geeignet war. Die Bibliografie oder die Publikation Gebhardt zu Spinoza sind ausgesprochen umfangreich. Und man findet diese Bibliografie in diesem Band 5 der Spinoza-Opera, also da ist sie fast vollständig. Nur um das zu sagen, ich wollte nur einen Einblick kurz geben in seinen ganzen wissenschaftlichen Bereich rund um Spinoza. So, jetzt bin ich dabei zu sagen, was war für ihn, also Spinozismus war eben nicht nur eine philosophische Disziplin, die er als Wissenschaftler sozusagen betrieb, sondern eben auch eine Lebensauffassung. Und da habe ich dieses Zitat herausgesucht, das mir als überaus bezeichnend erscheint und das mir auch ganz persönlich sehr gut gefällt, muss ich sagen. Spinozist sein bedeutet nicht, diese oder jene Lehrmeinung für wahr halten. Der freieste Geist Europas soll nicht zu neuer Dogmatik werden. Spinozist sei, wer aus Spinoza die lebendige Kraft seines Lebens gewann. Das erste Merkmal des Spinozisten ist die Sachlichkeit. Vielleicht mehr als es die kühnste Neuerung Spinozas, dass er den die kühnste Neuerung Spinozas, dass er den Anthropozentrismus aus der Weltbetrachtung verbannt hat. Nicht der Maßstab des Menschen soll den Wert der Dinge bestimmen. So ist Spinozas Leben ganz objektiv, ganz um der Sache selbst willen gelebt. Diese Lebensregel, nämlich frei und um der Sache willen sein Leben zu gestalten, ohne das eigene Ich zu wichtig zu nehmen, dürfte den jungen Gebhardt auch dazu bewogen haben, nach seiner Promotion keine akademische Karriere einzuschlagen. Ich habe schon auf diese Sache mit dem Salomon Lefmann hingewiesen. Ich glaube, das war eine sehr, sehr bewusste Entscheidung. Denn an geistigem Vermögen, er beherrschte nicht nur die alten und zahlreichen modernen Sprachen, darunter ja auch eben Sanskrit, wie wir gehört haben, sondern auch afrikanische Dialekte. Also er hatte einfach ein phänomenales Gedächtnis und war ein überaus kluger Mensch. Dürfte es ihm kaum gefehlt haben an diesem Vermögen. Doch er zog es vor, in seiner Heimatstadt Frankfurt zurückzukehren, wo er sich zunächst frei von allen institutionellen Bindungen als Privatgelehrter niederlässt und als Journalist arbeitet. Er schreibt für die Frankfurter Zeitung. Er ist Kunstkritiker, Ausstellungsmacher und hat also gerade in dieser Zeit vor dem Ersten Weltkrieg eine äußerst produktive Zeit. Er veröffentlicht nicht nur weitere Werke Spinozas, ediert er, kommentiert, übersetzt sie neu, sondern er publiziert auch kunstkritische Werke. Zum Beispiel 1908 veröffentlichte er ein Buch über die Anfänge der Tafelmalerei in Nürnberg, dass er seinem Lehrer Henry Tode widmet. Und 1911 organisiert er für den Frankfurter Kunstverein eine Ausstellung mit Bildern van Goghs. So, das ist es. Darüber hinaus engagierte sich Gebhardt schon früh für den Frankfurter Ausschuss für Volksvorlesungen, für den er, und er galt als ein wirklich exzellenter Redner, unzählige Vorträge hielt. Also das habe ich aus dem Nachruf, das Wort unzählige.
Zur Erinnerung, was war der Frankfurter Ausschuss für Volksvorlesungen? Das war jene zum Ende des 19. Jahrhunderts entstandene parteiübergreifende, wirkmächtige Zusammenschluss von Vertretern der Arbeiterbewegung, von bürgerlichen Wissenschaftlern und Kommunalpolitikern, der sich zum Ziel gesetzt hatte, dieser Zusammenschluss den Bürgern, den Frankfurter Bürgern unabhängig von ihrer sozialen Herkunft vielfältige Bildungsmöglichkeiten zu eröffnen, um dadurch so etwas wie eine einheitliche Volkskultur zu schaffen. Unterstützt wurde der Verein dabei von Institutionen wie dem Freien Deutschen Hochstift, der Polytechnischen Gesellschaft und den Vertretern verschiedener Logen und der Wirtschaft. Also das war ein wirklich sehr illustrer Verein der städtischen, demokratischen bis linksliberalen Intelligenzia. Und ich denke, Gebhardt spielte dabei auch eine bedeutende Rolle. Also ich will so ein paar Namen, da war der Bürgermeister Vogt, der stellvertretende Bürgermeister Luppe, Eppstein, der Gründer der Volkshochschule, gehörten dazu Sinsheimer, Begründer des Arbeitsrechts, Levi. Also ich habe jetzt gerade so ein Schreiben im Kopf, wo auch Gebhardt als einer der Unterschreibenden, also zu so einer Art, es war so eine Einladung zu so einer Art Salon, in dem sich bestimmte Leute trafen während des Ersten Weltkriegs schon, um sich über die Zukunft der Stadt Frankfurt zu verständigen. Also da waren wirklich illustre Leute drunter, die uns als Frankfurter zum Teil auch sehr geläufig sind, und dazu gehört eben auch Gebhardt. Auch das Theater, also nicht nur die bildende Kunst, war ein Terrain, auf dem sich Gebhardt früh engagierte. 1916, mitten im Ersten Weltkrieg, hielt er den in der Stadtgesellschaft viel beachteten Vortrag zur Frankfurter Theaterfrage. Warum dieser Vortrag? Die Stadt Frankfurt hatte einen Vertrag mit einem Privatunternehmen, der das Frankfurter Theater betrieb, und dieser Vertrag, der war am Auslaufen, also musste sich die Stadt Gedanken machen, was machen wir mit dem Theater? In diesem Vortrag, der dann eben auch als Sonderdruck verbreitet wurde, deswegen konnte ich ihn auch hier in der UB lesen, darin fordert er die Reform des Frankfurter Theaterwesens insgesamt, konkret den Übergang des privatwirtschaftlich betriebenen Theaters in städtische Regie. Er forderte einen Intendanten, der in seinen künstlerischen Entscheidungen unabhängig ist, also auf keinen Fall einen städtischen Beamten, und die Überwindung der programmatischen Ausrichtung an dem, was er die Haute-Volée nannte, durch Öffnung gegenüber breiteren Bevölkerungsschichten. Also das war auch schon Aufgabe dieses Frankfurter Ausschusses für Volksvorlesungen. 1920 übernahm Gebhardt zwar dann nicht die Leitung des städtischen Theaters, aber die des 1906 gegründeten Rhein-Mainischen Künstlertheaters, des Vorläufers des späteren TAT-Theater am Turm. Also nicht das Volkstheater von Liesel Christ, das wurde erst in den 20er Jahren gegründet, sondern das TAT. Dem Theater wie seinem Dachverband, dem Rhein-Mainischen Verband für Volksbildung, so nannte man dann diesen Frankfurter Ausschuss für Volksvorlesungen in der Weimarer Republik, ja, stand Gebhardt als gab er nach dem Ersten Weltkrieg eine neue organisatorische Struktur, und er stand dem Theater eben als Intendant und dem Verband als Geschäftsführer bis zu seinem Tode vor. Ich habe hier aus dem Schopenhauer-Archiv mal einen Briefkopf einfach kopiert. Der stammt vom 24. April, ich glaube 29, kann das hier im Moment, die Direktion. Ich nehme an, links das G wird für Gebhardt stehen, L ist vielleicht seine Sekretärin. Adressiert ist es an Franz Mockrauer, das enthält sogar einen kleinen Tippfehler. Und wir sehen oben, was dazu alles gehörte. Also dieser Rhein-Mainische Verband für Volksbildung, das war ein eingetragener Verein. Dann die Frankfurter Künstlertheater, das war eine GmbH. Man hatte auch unter Gebhardts Leitung einen Zweckverband gegründet,
Und da waren die ganzen Kommunen im Umland beigetreten, also Marburg bis Kassel und so weiter und so fort. Die waren eben Gesellschafter, dann gab es eine Filmzentrale und so weiter und so fort. Also es war eine größere Geschichte und Gebhardt war jahrelang eben der Geschäftsführer. Karl Gebhardts Aktivitäten als Volksbildungsleiter waren eben, wie eben ausgeführt, sehr vielfältig und breit gefächert und gingen räumlich über die Stadtgrenzen hinaus. Volksbüchereien, Heimatmuseen und über 200 Theateraufführungen dieses Künstlertheaters, das war eine Wanderbühne im Umland. Später sorgte Gebhardt auch dafür, dass sich der Rundfunk in den Dienst der Volksbildung stellte und brachte den Land- und den Schulfunk auf den Weg. Auch da gibt es programmatische Schriften von ihm. Also das ist alles noch ein ganzes Forschungsgebiet, denke ich, für die Stadt Frankfurt. Also dem breit gefächerten Kultur- und Bildungsmanagement Gebhardts hat eben die Stadt Frankfurt mit Sicherheit sehr viel zu verdanken. Als begnadeter Netzwerker und Organisator war er mit entscheidenden Funktionsträgern aus Politik, Wirtschaft und Kultur stets eng verknüpft. Ich habe das vorhin schon ausgeführt. Und in diesem Sinne ist er auch, sein frühes Engagement für die Erweiterung der städtischen Schopenhauer-Sammlung sowie sein Engagement für die Schopenhauer-Gesellschaft zu sehen. Und das werde ich jetzt gleich ausführen. Doch bevor ich dazu komme, möchte ich noch einen kleinen Exkurs machen zu Gebhardts Familie. Denn ohne seine Familienverhältnisse sozusagen zu kennen, ist nicht zu verstehen, warum er so nachhaltig vergessen wurde. Karl Gebhardt selbst, sagte ich, ist 1934 gestorben aber seine Familie war natürlich vom Nationalsozialismus noch stark, oder nicht natürlich, war vom Nationalsozialismus stark betroffen. Er selbst war Protestant, war aber mit Lilli Hellmann verheiratet. Das ist also die Schwester von Hanna Hellmann, die Thomas Regeli schon eingangs erwähnt hat. Sie war seit 1909 mit ihm verheiratet, war dann auch nach Frankfurt gezogen, in den Röderbergweg 170, hat ihr Leben lang in Frankfurt verbracht. Sie ist dann in Offenbach in einem Altersheim gestorben. Die letzten Jahre war sie dort. Sie musste in Frankfurt Zwangsarbeit leisten, ein Dreivierteljahr in der Druckerei Osterried, was übrigens auch ein berühmter Verlag war, in der Frankenallee. Dann wurde sie deportiert nach Theresienstadt. Sie hat Theresienstadt natürlich schwer erkrankt überlebt und hat also ihren Mann dann um sehr, sehr viele Jahre, fast 50 Jahre sind es, glaube ich, überlebt. Der Sohn Hans Bernd stand 1933 zum Beginn seines Studiums. Er musste schon an der Uni Frankfurt einen Fragebogen ausfüllen über seine Herkunft. Also die Mutter war jüdisch und war aus der deutschen Studentenschaft ausgeschlossen. Am Städel hat er dann sein Studium fortgesetzt. Dort wurde er mehrfach behindert, durfte also nicht arbeiten, durfte keines Porträt seiner Mutter anfertigen. Und ihm wurde dann auch von einem bestimmten Professor zur Bedingung gemacht, also bis dahin bist du sozusagen hier verschwunden. Er ging dann ins Exil nach Frankreich, hat in Paris kurz studiert, ein abenteuerliches Leben, überlebte dann mit Hilfe von Freunden im Versteck und kehrte dann 1956 zurück in seine Heimatstadt, wo ja eigentlich die Mutter weiterlebte, also ein Versuch, dass sie in Frankreich lebte, ist also gescheitert. Und hier war er als freischaffender Bildhauer und Künstler tätig. Viele werden vielleicht sich noch an den alten Brunnen im Rosengarten des Palmengartens erinnern, den gibt es mittlerweile nicht mehr. Der wurde in den 80er Jahren irgendwann weggeräumt. Aber ich war jetzt hier in der Ausstellung Gartenlust im Historischen Museum. Wer also den Brunnen von Gebhardts Sohn sehen will, der kann den dort noch
beobachten. Die meisten werden aber die Spener-Tafel an der Paulskirche kennen und es gibt noch sehr viele andere Werke von Gebhard Sohn hier im städtischen Raum Frankfurts. Die Schwägerin Hanna Hellmann und der Schwager Julius Hellmann lebten eben nicht weit weg vom Röderbergweg, ungefähr 100 Meter entfernt in der Luxemburger Allee, und für die wurde jetzt vor kurzem ein Stolperstein verlegt, und so bin ich überhaupt auf die ganze Forschung gekommen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Hanna Hellmann war eine bedeutende Kleistforscherin, eine Frau, die als Frau tatsächlich aus dem Universitätsbetrieb noch ausgeschlossen war. Sie musste nach Zürich gehen, wo man liberaler gegenüber Frauen war, und dann mit einer bedeutenden Arbeit über Kleist promoviert zu werden. Hanna Hellmann hat dann gegen Ende der 20er Jahre psychische Probleme bekommen. Sie hat irgendwie vielleicht Stimmen gehört, ständig etwas rezitiert. Und die wurde dann von einem neu zugezogenen Nachbarn denunziert und in die Psychiatrie zwangseingewiesen. Die Lilly Hellmann, Gebhards Frau, hat also versucht, sie da auch noch rauszubekommen. Das ist alles irgendwie gescheitert. Und sie wurde dann 1942 von dem Krankenhaus Sein bei Koblenz, eine Psychiatrie, in der man die psychiatrisierten jüdischen Menschen versammelte, ins Vernichtungslager deportiert. Der Schwager Julius Hellmann wurde auch denunziert, allerdings jetzt nicht von Deutschen, sondern von den englischen Eltern seiner Freundin. Er war unverheiratet, er hatte wohl ganz gut Geld verdient, hat auch seine Schwester Hanna finanziell unterstützt, und er wurde wegen Rassenschande eben von den Eltern seiner Freundin denunziert, wurde in einem Prozess freigesprochen. Aber die Gestapo Frankfurt behielt ihn einfach in Schutzhaft. Schutzhaft bedeutete, ohne Haftprüfung bleibst du hier in Haft, kommst einfach nicht raus, weil du Jude bist. Und ist dann über das KZ Dachau nach Buchenwald deportiert worden. Der Familie wurde dann einfach wurde dann irgendwie mitgeteilt, Herzversagen, und es wurde die Asche geschickt. Das vielleicht als kleines Intermezzo zu Gebhards Familiengeschichte. Ich möchte jetzt zu Gebhard und Schopenhauer bzw. Schopenhauer Gesellschaft kommen. Ach, Moment, das vergesse ich immer. Hier ist auch noch das Familiengrab der Familie Gebhard. Ich habe es tatsächlich noch am letzten Sonntag ausfindig machen können. Links sehen Sie das Grab, so wie ich es jetzt vor ein paar Tagen vorgefunden habe. Oben sind diese Stele, die ist 1900 entstanden, da ist nämlich der Vater gestorben. Oben sind also die Tafeln für Vater und Mutter. Und links unten sehen Sie, das ist Gebhards Sohn, Hans Bernd Gebhard. Hans Bernd Gebhard war verheiratet und hat auch zwei Söhne. Es gibt also aller Wahrscheinlichkeit noch Enkel Gebhards, die irgendwo leben. Und im Vordergrund sehen Sie dann die Tafel, die habe ich dann mit ein bisschen freigeschaufelt, mit ein bisschen Holz, das ich da gefunden habe. Und da steht dann drauf Karl Gebhard und Lilli Gebhard, geborene Hellmann. Das ist also auf dem Hauptfriedhof. So, jetzt kommen wir aber endlich zu Gebhard und Schopenhauer. Gebhard gehörte, wie ich auch schon gesagt hatte, 1911 zusammen mit zwei weiteren Frankfurtern, nämlich Arthur von Gwinner und Friedrich Clemens Ebrard. Sie sehen das, ich weiß nicht, ob Sie sehen, wenn ich hier mit dem Cursor vorgehe, aber hier unten sehen Sie Gebhard, daneben ist der Ebrard und dann hieß hier Arthur von Gwinner unter dieser recht illustren Gesellschaft von Gründern der Schopenhauer Gesellschaft. Also drei Frankfurter sind dabei. Und Ebrard ist eben der Direktor der Frankfurter Stadtbibliothek und damit der Hüter der Daguerreotype, die Schopenhauer selbst der Stadt vermacht hat.
Arthur von Gewinne, wer das nicht, vielleicht wissen das doch einige nicht, ist der Sohn von Schopenhauers Testamentsvollstrecker Wilhelm von Gewinne. Und Arthur von Gewinne war der Besitzer einer bedeutenden Sammlung von Schopenhaueraner, die er teilweise sogar, da hat er auch Teile davon schon der Stadt Frankfurt geschenkt gehabt und so weiter und so fort, um diese Sammlung auch zu vergrößern. Auch gerade zu Wilhelm Gewinner hat Gebhardt noch persönliche Beziehungen unterhalten und ja, er hat also zu allen drei, also zu jetzt zu Arthur Gewinner, zu Ebrard und zu Wilhelm von Gewinner hat er persönliche und wirklich enge bis freundschaftliche Beziehungen unterhalten, was nicht zuletzt der Verwirklichung des Schopenhauer Archivs in Frankfurt, würde ich meinen, sehr zugute kam. Über den 1917 verstorbenen Wilhelm, eben, den er noch gekannt hatte, veröffentlichte er im Jahrbuch 1919 einen sehr ja, warmherzigen biografisches Nachruf oder Porträt. Gut, 1911 Gründung der Schopenhauer Gesellschaft, Gebhardt gehört dazu. Zwei Jahre später tagt die Schopenhauer oder hält die Schopenhauer Gesellschaft ihre Generalversammlung zum ersten Mal in Frankfurt ab. Das wird gefeiert wie ein städtisches Großereignis. Wie aus einem enthusiastischen Bericht im Jahrbuch 1940 hervorgeht, wurden die Mitglieder von dem Bürgermeister Vogt, seinem Stellvertreter Luppe, weiteren Magistratsangehörigen und sonstigen Honoratioren empfangen, gefeiert, verköstigt und unterhalten. Also der Ausflug an, den, an die Gerbermühle war so das geringste, Oper, Palmengarten, alles war drin. Höhepunkt aber bildete eine Ausstellung von Karl Gebhardt, die er kuratiert hatte. Er war ja als Kunsthistoriker vor allen Dingen auch oder Kunstkritiker in dieser Zeit tätig. Gezeigt, also das ist hier das Programm. Auf der linken Seite sehen Sie das Deckblatt. Und dann habe ich da mal eine Reihe ja, einfach so zwei Seiten mit den Exponaten, die da näher beschrieben sind. Und wie Sie auf der rechten Seite, also gut, ich komme gleich noch dazu. Gut, wo bin ich jetzt? Ach so, ausgestellt waren 44 Schopenhauer Bildnisse. Das war so eigentlich alles, was man damals auftreiben konnte, von denen mehr als ein Dutzend aus der Frankfurter Stadtbibliothek kamen, die da schon Besitzer war, aber doch ganz, ganz viele auch, die meisten aus anderen Frankfurter, aus Frankfurter Privatbesitz, aus Frankfurter Haushalten kamen. Darunter waren eben auch Leihgaben von Wilhelm von Gewinner und von Gebhardt selbst. Er selbst war im Besitz seinerzeit von 5 Kreidezeichnungen, ich weiß nicht, ob auch Ölgemälde, weiß ich nicht, also für 5 nicht ganz unbedeutenden Schopenhauer Abbildungen, die er zu dieser Ausstellung zusteuerte. Zu dieser Ausstellung schreibt schreibt Gebhardt 16 Jahre später: Daraus, also aus der Ausstellung, erwuchs mir damals der Plan, alles, was jetzt nur für kurze Zeit in der Frankfurter Stadtbibliothek zusammengebracht war, für die Dauer dort zu vereinigen, damit so eine Stätte geschaffen würde, die zugleich der Erinnerung an Schopenhauer in lebendiger Anschaulichkeit diene, die aber darüber hinaus auch der Schopenhauer Forschung als ein umfassendes Archiv zur Verfügung stünde. Der Plan des Jahres 1913, also als er diese Ausstellung kuratierte, ist im Jahr 1929 im Wesentlichen verwirklicht. Das ist ein Zitat aus dem hier nebenstehenden Buch. Das ist zugleich eine Festgabe für die damalige Generalversammlung, die Mitglieder. Und es ist aber auch gleichzeitig ein Verzeichnis aller ja, Dokumente des Schopenhauer Archivs, die er zu diesem Anlass erstellt hat.
Ich springe noch mal ganz kurz zurück. Als günstig für die Verwirklichung dieses Plans von 1913 erwies sich dann das Jahr 1919, weil es die Möglichkeit eröffnete, die Sammlung, die die Schopenhauer Gesellschaft für sich schon aufgebaut hatte an Schopenhauerianer, mit der Sammlung der Frankfurter Stadtbibliothek zu vereinen. Es verstarben in diesem Jahr 1919, nämlich kurz hintereinander, Paul Deussen, der Gründer und Vorstandsvorsitzende der Schopenhauer Gesellschaft, sowie sein Stellvertreter Josef Kohler. Dann in diesem Vorstandskuratorium allein übrig blieb Arthur von Gwinner, der von Anbeginn Schatzmeister und Vorstandsmitglied der Gesellschaft war. Und der nahm dann die Sache insofern in die Hand, als er eine provisorische, vielleicht für die, die das nicht wissen, Arthur von Gwinner gehörte zum Vorstand der Deutschen Bank, lebte nicht in Frankfurt. Er ist nur ein gebürtiger Frankfurter, sondern er lebte in Berlin. Das sollte man, wenn man das nicht weiß. Arthur von Gwinner also war von Anbeginn Schatzmeister der Gesellschaft, hat sie auch immer finanziell unterstützt, übrigens auch die Frankfurter Stadtbibliothek, aber auch ein großer Mäzen. Als er eine provisorische Verwaltung ins Leben rief und den Frankfurter Leo Wurzmann, da war irgendwie ein Land- oder Landgerichtsrat, übergangsweise zum neuen Vorsitzenden machte. Der Sitz der Schopenhauer Gesellschaft befand sich dadurch satzungsgemäß in Frankfurt, wo ihr in der Stadtbibliothek sofort ein Raum zur Verfügung gestellt wurde. Das ist dann wieder Herr Ebrath gewesen. Zugleich wurden Verhandlungen mit Deussens Sohn und dem Deussenschüler Mockhauer, der in Dresden auch eine Volksschule, die Volkshochschule leitete, das ist auch so eine, sagen wir mal, ja, auch Volkshochschulbewegung, aufgenommen, um Schopenhauer Archiv der Gesellschaft von Kiel nach Frankfurt zu bringen, und das geschah dann eigentlich ziemlich zeitnah und ruckzuck. Diese recht klugen organisatorischen Schachzüge, für die nach außen hin von Gwinner verantwortlich war, die in Wirklichkeit aber vor Gebhardt vor Ort veranlasst haben dürfte, wurden 1920 auf der Generalversammlung in Dresden von den Mitgliedern offiziell verabschiedet. Auf der gleichen Sitzung übernahm Gebhardt erstmals ein offizielles Amt innerhalb der Schopenhauer Gesellschaft. Er wurde nämlich als zum Archivar gewählt und gleichzeitig auch noch zum stellvertretenden Schriftleiter, aber das hat er dann bald wieder abgegeben und kam auf jeden Fall über diese Archivarsfunktion, die wurde neu geschaffen, wenn ich mich nicht irre, in den Vorstand der Schopenhauer Gesellschaft. Und er behielt diese drei Funktionen: Vorstandsmitglied der Schopenhauer Gesellschaft, Mitglied ihrer wissenschaftlichen Leitung und Archivar derselben bis zu seinem Tode inne. Das war 1920, hat man das sozusagen auf der Mitgliederversammlung abgesegnet, diese Gründung des Archivs. Und 1921 wird es dann endlich, man kann sagen, eröffnet und auch gegründet. Am 21. Oktober fand die offizielle Einweihung statt. Das war dann die 9. Tagung der Schopenhauer Gesellschaft, die zweite, die in Frankfurt stattfand. Zu diesem Anlass übergab die Schopenhauer Gesellschaft ihr Archiv der Stadt. Zugleich wurde es zusammen mit der Frankfurter Sammlung in dem neu geschaffenen Raum der Stadtbibliothek der Öffentlichkeit präsentiert und zugänglich gemacht. Der Direktor der Bibliothek, Friedrich Ebrath, stellte außerdem mit Karl Jahn einen Bibliotheksbeamten für den täglichen Betrieb ab, während der jeweils von der Schopenhauer Gesellschaft gestellte Archivar sein Dienstzimmer in der schönen Aussicht 16 erhielt. Und jetzt bringe ich auch noch ein Bild von der schönen Aussicht 16. Sie sehen, ich denke, auf der rechten Seite, das ist dann das Haus, in dem Schopenhauer verstorben ist. Ich glaube, im Parterre ist das Zimmer. Das war dann auch gleichzeitig eben der
das Dienstzimmer des Schopenhauer Archivars, in dem Fall eben von Karl Gebhardt. Aber dahinter steckte natürlich auch eine andere Intention. Gebhardt wollte schon damals dem Gedanken eines künftigen Schopenhauer Museums in diesem Ort Nachdruck verleihen. Wir wissen, dass das dann während der NS-Zeit auch umgesetzt wurde und dann auch gleich wieder zerstört wurde. Der entsprechende Vertrag zwischen Schopenhauer Gesellschaft und Stadt, der dieses Konstrukt, die Gesellschaft stellt den Archivar, und die Stadt sorgt für die Pflege und öffentliche Ausstellung der Bestände. Also der Vertrag, der dieses Konstrukt besiegelte, wurde am 15. März 23 geschlossen. Und da habe ich auch eine Kopie. Es gibt ihn, wenn ich das richtig sehe, nur noch in dieser etwas nicht allzu schönen Abschrift. Aber ich will das jetzt auch nicht darauf weiter eingehen. Aber hier oben sehen wir, ist also auch gleich Karl Gebhardt als Vorstandsmitglied zusammen mit Wurzmann erwähnt. Und die beiden, und es wird hier also das festgehalten, was ich Ihnen gerade ausgeführt habe. Also, als nunmehr von der Schopenhauer Gesellschaft bestellter Archivar legte Gebhardt den Mitgliedern auch jährlich auf den Generalversammlungen seinen Rechenschaftsbericht ab. Anhand seiner Berichte, die anschließend im Jahrbuch veröffentlicht wurden, lässt sich verfolgen, welches seine Sammelschwerpunkte waren, welche Neuerwerbungen er tätigte, auf welche Käufe er verzichtete oder verzichten musste, weil das Geld eben nicht reichte, oder und welche sonstigen Stiftungen, Schenkungen bzw. Zuflüsse er veranlasste. Also er war ja jemand, der da durchaus aktiv war oder die er einfach als Schenkung erhielt. Und das ist mir jetzt vielleicht noch wichtig. Gebhardt selbst, ich habe das ja schon angedeutet, war selbst Sammler und Erwerber von Kunstwerken, Autographen und antiquarischen Büchern. Ich habe tatsächlich vor zwei Tagen gelesen, dass er auch eine lückenlose Sammlung Frankfurter Lokalstücke zum Beispiel befand. Das ist anlässlich, er war ein manischer Sammler, glaube ich, von Büchern, Kunstwerken und Autographen und sonstigen Dokumenten. Das kann ich vielleicht auch hier sagen, er hatte eine Spinoza-Bibliothek, die leider nach Amerika gegangen ist, die umfasste mehrere tausend Bände. Also so viel zu seiner Sammelleidenschaft, aber auch, ich will mal sagen, zu seiner wissenschaftlichen Expertise und zu seiner, ich sag mal, seiner persönlichen Größe. Ich möchte es einfach mal so nennen. Also er kannte die Märkte und Preise und besuchte wichtige Auktionen und ich denke, als Frankfurter fiel es ihm auch nicht allzu schwer, Nachlässe von Personen aus Schopenhauers Umfeld ausfindig zu machen. Mit kriminalistischem Gespür gelangte er so über die Nachfahren von Schopenhauers Haushälterin Margarete Schnepp an Schränke und andere Möbelstücke, die nun an der neuen Forschungsstätte in der Stadtbibliothek im Schopenhauer Zimmer ausgestellt waren. Und jetzt komme ich dazu. Ich denke, den meisten sind diese Bilder vielleicht bekannt. Ich weiß es nicht. Die kommen aus diesem Verzeichnis, das ich vorher gezeigt habe von 1929. Das war Schopenhauers Schrank, sein Sofa. In diesem Schopenhauer-Zimmer in der Stadtbibliothek, die hatte, glaube ich, einen Anbau bekommen und extra dieses Schopenhauer-Zimmer eingerichtet. Und das finde ich eben auch nochmal interessant. Das war eben ein Studierzimmer für Forscher aus aller Welt, wenn man so will. Aber es war auch ein Ort der musealen Präsentation. Das sieht man hier an diesen Schaukästen. Gut, zu Gebhardts Lebzeiten, das möchte ich noch erwähnen, haben vier Generalversammlungen des Schopenhauer Archivs in Frankfurt stattgefunden, 1913, 21, 29 und 33.
Bei den ersten drei sorgte Gebhardt durch ein entsprechendes Begleitprogramm dafür, dass die Veranstaltung zu einem bedeutenden Ereignis mit nationaler Resonanz wurde. 1913, darüber haben wir länger gesprochen, durch die große Ausstellung von Schopenhauer Bildern. 1921, also genau vor 100 Jahren, im Oktober, fand der Zusammenschluss der beiden Sammlungen statt, sowie die Einweihung des Schopenhauer-Zimmers. Das wurde auch in Berlin wahrgenommen, sage ich mal. Und 1929 organisierte er unter dem Titel Religion und Philosophie einen viel beachteten Kongress mit Martin Buber und Albert Schweitzer als Hauptredner. Martin Buber, das ist bekannt, verkehrte häufig im Hause Gebhardt. Er dürfte auch Rosenzweig gekannt haben, die jüdische also heute jüdische Volkshochschule, damals hieß das Freies Jüdisches Lehrhaus. Natürlich hatte er selbst Volksbildungsleiter, Umgang auch mit Rosenzweig und solchen Leuten. Okay, das war 1929, das war die dritte Generalversammlung. Die vierte Generalversammlung fand dann 1933 statt. Und die war eigentlich für München geplant, fand dann aber auch ausnahmsweise im Oktober statt. Also relativ, sonst hat man die immer, ich glaube, das ist im Mai gemacht, weil ich will jetzt nicht Falsches sagen, ich habe das Geburtsdatum nicht genau im Kopf, weil Schopenhauer im Mai geboren ist. Gut. Also da wurde eigentlich kein Rahmenprogramm gemacht. Sie bestanden nur aus einer satzungsgemäßen Pflichterfüllung ohne Rahmenprogramm. Gebhardt, obwohl schon sehr, sehr krank, ich glaube, dass er TBC hatte, also er ist an einer Lungenkrankheit gestorben, war der Organisator und Gastgeber und empfing die Mitglieder in seinem Dienstzimmer, eben in der schönen Aussicht wieder, die ich Ihnen gezeigt habe. Er zeigte Ihnen auch natürlich die Neuerwerbung des Archivs. Also es gibt da auch einen ganz anrührenden Bericht von dem Zint und so weiter. Und die benachbarten Stadtbibliotheken wurde schließlich als Archivar und Vorstandsmitglied, obwohl schon schwer krank, bestätigt. Die politischen Zustände in Deutschland hatten sich durch den neuen Reichskanzler Hitler allerdings schon erheblich geändert. Vielleicht kann ich dazu noch sagen, dass Gebhardt, obwohl er eben Protestant war, auch schon früh antisemitisch, völkischen Angriffen ausgesetzt war. Einigen dürfte der Name Maria heiße, glaube ich, Gröner, und ihr Pamphlet von 1919 schon im Vorfeld der Gründung der neuen Schopenhauer-Gesellschaft, also als man versuchte, Schopenhauer zu vereinnahmen für den völkischen Gedanken, da stand Gebhardt auch auf der Liste der Beschimpften als jüdischer Journalist oder was sie da erfunden hat. Aber spätestens, also dass sich das politische Klima gewendet hat, wird das deutlich, als Richard Oehler von 1927 bis 1945 Generaldirektor der Frankfurter Bibliotheken und Mitglied der NSDAP seit 1933, Gebhardts direkter Nachfolger als Archivar wurde. Das war aber nur so eine Interimsveranstaltung von wenigen Monaten. Ihm folgte schließlich Arthur Hübscher, der 1935 Archivar der Schopenhauer-Gesellschaft wurde und 1936 dem republikanischen Zint als Nachfolger, als Vorstandsvorsitzender der Schopenhauer-Gesellschaft folgte. Hübscher, das wissen wir dank Andreas Hansatz verdienstvollem Buch, wurde 1937 Mitglied der NSDAP. Und ich möchte auch hier ist das Buch von Andreas Hansatz, dem verdanke ich viele Informationen. Deswegen möchte ich es hier auch gerne nochmal zeigen. Also Hansatz hat aus meiner Sicht ganz gut die fragwürdige Rolle Arthur Hübschers während der NS-Zeit sowie in der Nachkriegszeit herausgearbeitet.
Und ich möchte jetzt noch einen Moment auf, das möchte ich, oder das erwähne ich deswegen, es geht ja um Gebhardt, aber auch um die Frage, warum ist Gebhardt so vergessen, ja? Denn es ist so, dass über seinen Vorgänger, Arthur Hübscher, über seinen Vorgänger Karl Gebhardt hat Arthur Hübscher übrigens nie ein anerkennendes Wort verloren. Im Gegenteil, von 1930, dem Zeitpunkt seiner ersten Publikation über Schopenhauer, und 1930 ist übrigens Hübscher auch erst Mitglied der Schopenhauer Gesellschaft geworden, also 20 Jahre hat sie da schon existiert, bis zur Abfassung seiner Autobiografie 1983 hat er kaum eine Gelegenheit ungenutzt gelassen, Gebhardt als einen unfähigen Wissenschaftler und Herausgeber darzustellen. Das geht so weit, dass er dessen Publikation zu Schopenhauer in seiner Schopenhauer Bibliografie des Jahres 1981 nur unvollständig aufnimmt. Hübschers gezielte Herabwürdigung von Gebhardts Leistungen hat mit Sicherheit dazu beigetragen, dass Gebhardt so sehr in Vergessenheit geraten ist. Es ist nicht der einzige Grund natürlich, aber ich habe das schon genannt, der, ja, wenn man so will, unter gewissen Gesichtspunkten 1934 ein unglücklicher Todeszeitpunkt, er konnte nicht mehr sein Werk verteidigen und fortführen. Die Spinoza-Ausgabe wurde nicht fortgesetzt und dann diese ganzen Zerstörungen, die die Familie betreffen. Natürlich ist da auch ein großer Teil seines Nachlasses hingegangen und ein weiterer Teil seines, also was seine Spinoza-Recherchen betrifft, das befindet sich in Amerika. Das ist eigentlich dann schon für die Stadt Frankfurt, ja, ich finde, kein unerheblicher Verlust. Gut, ich bin schon fast am Ende. Also ich hatte das ja auch erwähnt. Gebhardt hat sich Schopenhauer sozusagen nicht als Philosoph in erster Linie genähert, sondern als Kunsthistoriker und als Frankfurter. Und er hat, es gibt eine Zahl von kleineren Publikationen von ihm zu Schopenhauer, die alle im Jahrbuch veröffentlicht sind. Die werde ich jetzt nicht alle erwähnen. Er hat aber zwei editorische Arbeiten. Die editorisch-philologische Publikation, das sind jeweils Briefausgaben, das ist dieser Briefwechsel Schopenhauer und Brockhaus, der auch als Jahrbuch der Schopenhauer Gesellschaft herauskommt, gekommen ist. Und meines Wissens ist Gebhardt da extra in, hat in, war das so, ich glaube in Leipzig war das das Archiv, ist, hat dort direkt vor Ort gearbeitet. Und das zweite ist dann der Band 14 der Deusen-Ausgabe, der Briefwechsel Arthur Schopenhauer. Ich komme jetzt ja tatsächlich zu meinem Schlusssatz. Das möchte ich gern mit Herrn Stolberg, Jochen Stolberg, der frühere Leiter des Archivzentrums der Stadt- und Universitätsbibliothek, hat 2009 in einem kleinen Aufsatz aus meiner Sicht vollkommen zurechtgeschrieben, dass Gebhardt der eigentliche Schöpfer des Schopenhauer-Archivs im heutigen Sinne ist. Dem kann ich nur 100% zustimmen. Und ich möchte hinzufügen, seiner Beharrlichkeit und seinem kontinuierlichen Wirken ist es zu verdanken, dass er vor 100 Jahren in den Räumen, also dass vor 100 Jahren in den Räumen der Stadtbibliothek das Schopenhauer-Archiv als Forschungsstätte und musealer Erinnerungsort aus der Taufe gehoben werden konnte. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank.